Die Multiplikation von Matrizen. Und zwar hier in diesem Fall geht es ja um eine zweizeilige dreispaltige und um eine dreizeilige zweispaltige Matrix. Da hat sich nun jemand etwas ausgedacht. Das nennt sich dann das Falk-Schema. Und ich werde das Ganze schon mal präparieren. Denn diese Rechnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, nur so labert, wie ich das jetzt hier hingeschrieben habe. Mir die Spaltenvektoren habe ich vorgelesen. Bauen wir so um, dass wir daraus eine Tabelle machen. Und jetzt können wir hier dran schon sehen, wenn wir zwei Zeilen und drei Spalten, einen zweizeiligen dreispaltigen Vektor mit einem zweispaltigen dreizeiligen Vektor multiplizieren, dann kriegen wir hier 1, 2, 3, 4, also zwei Spalten und und zwei Zeilen hin. Ja? Also 3 mal 2 mal 2 mal 3 oder umgekehrt ist nämlich besser. Wir nehmen immer den mit den weniger Zeilen nach vorne, haben wir also 2 mal 3 multipliziert. Mit 3 mal 2 ergibt eine 2 mal 2 Matrix. Können wir hier dran sehen. Und jetzt ist die Verbesserung oder die Erleichterung der ganzen Sache, dass wir jetzt sehen, okay, in dieses Feld hier kommt diese mal diese. Also 1 mal 1 plus 3 mal 2 plus 5 mal 3. Jetzt wollen wir das mal im Kopf hier machen. 1 mal 1 sind 1. 3 mal 2 sind 6. Plus 1 sind 7. Plus 15 sind 22. Und 1 mal 4 sind 4. Jetzt will ich doch mit dem Taschenrechner rechnen, weil es sich anbietet. Plus 3 mal 5 sind 15. Die kann man jetzt zum Beispiel im Kopf rechnen. Plus 5 mal 6 sind 30. Macht dann hier eine 49. Ja, da muss man nicht mehr viel nachdenken, wenn man sich das so hingeschrieben hat. 2 mal 1 sind 2. Plus 4 mal 2 sind 8. Plus 5 mal 3 sind 15. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder verkackt. 2 plus 8 plus 15 sind 25. Und hier haben wir dann 2 mal 4 sind 8, plus 4 mal 5 sind 20. 8 plus 20 sind also 28 und 5 mal 6 sind 30, plus 30 sind 58. Und damit ist dieses Schema auch durch. Und ich wünsche noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Hier ist noch das Schild.